Good evening, ladies and gentlemen. Hey, 774 to Bangkok. Now we only invite business club passenger and rich platinum. So, aber mein Lindo Air. Ah, hier, Business Suite. Das sieht doch nett aus. Wir fliegen aber nicht First Class mit Malaysia Airlines Business Class. Ach ja, ja. Ich schon. Also. Es gibt ja gar keine First in die Fliege. Wir fliegen nämlich mit der 737-800 nach Bangkok heute hier von Kuala Lumpur. Und da werden wir mal sehen, was Malaysian Airlines da zu bieten hat. Denn ich weiß es ja und ihr wisst bestimmt auch schon von irgendeinem unserer Flüge vor Jahren. Die fahren nämlich ganz schön auf einem 2-Stunden-Flug. Ihr könnt echt gespannt sein. Aber jetzt gehen wir erstmal in die First Class Lounge. Ganz genau. Ach. A350, die sind wir geflogen hierher und könnt ihr schon sehen in unserer, ja, in der Playlist beziehungsweise auf unserem Kanal. Oben rechts in der Ecke da. Unser Erlebnis war interessant, der Flug. Die riesengroßen Flugzeugmodelle hier im Clear 1, also wir sind jetzt also quasi schon durch die Sicherheit. Da ist absolut gar nichts los und naja, man nimmt sich ja auch nicht ganz so genau mit der Kontrolle. Wir sollten in Satellite gehen, auch wenn wir jetzt H8 haben. Satellite hat dann die neue First Class von Malaysia Airlines. Immer auf Nummer sicher gehen. Genau, also wir gehen absichtlich mal in Satellite Building in die Golden Lounge, oder besser gesagt auch Platinum heißt es, mittendrin für die besten Statusgäste der Malaysia Airlines. Aber wir sind ja auch Emerald by British Airways, das heißt, wir haben die gleichen Vorteile wie die eigenen, ja, hohen Mitglieder ihres Vielfliegerprogramms, und deswegen können wir auch in die First Class Lounge gehen. Und das ist halt eben die neuere, frisch renoviert, hier im Satellite Building. Der grüne Punkt ist der Wegweiser in die First Class Lounge von verschiedenen Airlines, die eine anbieten. Und Malaysia Airlines ist eigentlich kein Anbieter einer First Class Lounge, aber sie haben ja ihre Business Suite und die ist ja quasi so ein Ersatz für die First Class für sie. Schick, neu. Mal hier. Ah, exklusiv. Wir sind die einzigen hier zumindest. Gut aus, oder? Da ist also jetzt die, muss man nicht so laut reden. Wir sind zwar jetzt fast die einzigen, ist noch ein anderer Gast da. Sehr exklusiv, aber doch nicht so klein, wie ich gedacht habe. Große First Class Lounge, wie gesagt, hier in Kuala Lumpur. Jetzt geht's los in Richtung Bangkok. Erst was essen, was trinken. Größerer Bereich für die First- oder Business-Suite-Gäste, gleich mit drei Duschen, wo auch noch dann die Toilette mit drin ist. Das heißt also, es gibt keine Toilette als solches allein, sondern Dusche, Toilette und das dreimal. Die Ausstattung nicht übel. Guckt mal, alles schon bereitgelegt. Die Dusche sauber und ordentlich alles gemacht. Also da kenne ich Schlimmeres. Vitamine, Hydration. Good afternoon, ladies and gentlemen. Final call for NH0886 to Haneda. Das ist unsere H10. Warum haben wir nicht einen früheren genommen? Oder noch einen früher? Die fliegen fast jede Stunde. Ja, nur der war verfügbar mit British Airways, ja, Avios zu buchen. Für zwei Personen, weil es sind ja nur 8 Plätze da drin. Ne? Unten links ist das Restaurant versteckt. Dining! Hello. Der
Oxtails Soup? Das ist das ist also quasi das Dining, die Dining Area, also letztendlich das Restaurant, ja, wo man sich à la carte bestellen kann. Interessant, also da steht auch First Class Lounge, aber man merkt schon den Grund, warum sie von der First Class auf eine Business Suite gegangen sind. Klar, man kann ein bisschen sparen, man muss ja auch sparen und dadurch gibt es natürlich auch den Grund oder auch die Begründung, dass man entsprechend auch Angebote reduziert. Völlig in Ordnung, wenn man es vorher weiß. Also das wäre jetzt die regionale, also Domestic Lounge, die Business Suite Lounge, gibt es also nur im Satellite und das ist jetzt also die Golden Lounge für alle Business und auch für First und First gibt es ja auf der Domestic Strecke ja auch sowieso gar nicht. Von daher etwas größer auf jeden Fall. Unsere 737-800 von Malaysia Airlines, die uns jetzt also ungefähr in 2 Stunden nach Bangkok fliegen wird. Ja, und wie gerade schon gesehen, es gab ja doch nochmal eine Sicherheitskontrolle direkt am Gate, ein bisschen wie in Singapur. Da ist es genau. Auch so. Hätte mich auch sehr gewundert, weil das wäre ja fast keine Sicherheitskontrolle gewesen. Ich hätte ja alles mit reinnehmen können. Also, aber das passt. Good evening, ladies and gentlemen. This is Peabody and Asco for flight A774 to Bangkok. Please tell your passport with the passport, especially the cabin crew. Now we only invite business class passenger and rich president. Class and rich member. Auf geht's! 2 Stunden in Richtung Bangkok und ich freue mich auf Bangkok. Endlich mal wieder ein bisschen Thai Food und Manu und vielleicht ein paar Klamotten. Aber jetzt ist es nicht. Jetzt geht's ab in die 737-800. Ist also die Malaysia Airlines 737-800. Sie besitzen keine Max, aber Dominik hat mich gefragt, ob sie noch eine Max haben, wie zum Beispiel Singapore Airlines oder Lion Air. Aber nein, sie haben immer noch das ältere Fluggerät, aber dafür eine 2-2-Stuhlo. Ja, das ist so automatisch drin. Sieht man überhaupt nichts, ne? Aber Platz gibt es haufenweise für eine 737. Auf jeden Fall ausreichend. Nur Juice. Aber ist er. Orange Juice kann ich passen. Kaltes Tuch? Also kaltes Tuch. Ja. Mein iPhone ist weg. Ach, weg hier. Also. Ach, da. Don't you carry your luggage underneath the seat in front of you?
von seiner Wahl aus suchen kann, treffen kann und dann entsprechend an Bord es bekommt. Ansonsten hätte ich zur Auswahl hier Hühnchen, Fisch, also indisches Curry oder Pasta, Spinat, Ricotta, Cannelloni. Als Dessert gibt es dann so einen kleinen Cake. Getränke, nur Softdrinks, also Cola, Fanta, Sprite, Wasser, Saft, Kaffee, Tee oder eine heiße Schokolade. Ich denke mal, das macht man auf der Kurzstrecke jetzt auch wie andere Airlines, dass man da auf alkoholische Getränke verzichtet. Erstens, um zu sparen, habt ihr ja auch schon in der Lounge gesehen, und zweitens, es sind kurze Flüge. Es ist ja nicht so unbedingt nötig. Also das ist jetzt, wie gesagt, das traditionelle malaysische Essen, Nasi Lemak. Das ist aber mit Prawns, also mit Garnelen. Gibt es mit Hühnchen, gibt es auch mit Rind wahrscheinlich. Und anderen Dingen gibt es überall in der Stadt und auch im Frühstück im Hilton. Wenn ihr unser Video gesehen habt, unser Vlog aus Kuala Lumpur. Und da haben wir ein bisschen gezeigt, was es mit Frühstück gibt. Not now. Thank you. Ciao. Das ist jetzt ja bestimmt schon das vierte Mal, dass wir mit Malaysia Airlines fliegen, auch an der 737. Und in der Regel habe ich immer alle Flüge mit Miles oder Avios bezahlt. Irgendwie immer über British Airways Avios. Ich habe euch gesagt, ich habe es darüber gebucht und ich sage euch, wie viel ich bezahlt habe. Ich blende es euch ein, aber ich kann es auch sagen, weil ich auswendig weiß, 16.500 Avios und 50 Euro zusammen, also 25 Euro für mich. Gleiche für Dominik. Normalerweise kosten die Flüge so um die 300 Euro, also aktuell, weil ja alles ausgebucht ist. Wie auch in Europa, ist es in Asien auch. Im Business kostet es 300 nur? Ja, aber es ist nicht nur, es ist schon recht teuer, weil die Economy kostet ja nur 50. Wie viel? 50 vielleicht? Ach, normalerweise. Ich muss das mal zumachen, es ist richtig, richtig warm hier von draußen. Und deswegen hat auch jeder, fast jeder, seine Fenster zu. War jetzt wieder die geile Szene, ich gehe mit der Kamera nach vorne und sie guckt mich an wie ein Auto. Was will der Typ mit der Kamera denn da vorne? Das ist relativ eng hier vorne, aber es ist ja 7x7 normal. Amenities gibt es hier in der Business Class auf Langstrecke auch. Ein Eau de Parfum, Handcreme und Lufterfrischer. Seife ist hier, die Tücher, die dünnen Tücher und die dicken Tücher. Und es gibt auch Becher. Was sagst du? Es, die eine konnte es gar nicht glauben, dass ich mit der Kamera auf die Toilette bin. Dann musste sie extra warten, bis ich wieder rauskomme. Damit sie beide vorne stehen, um zu gucken, ob ich wirklich mit der Kamera wieder rauskomme. Ja gut, es sieht auch ein bisschen komisch aus mit diesem Joby, ne? Aber trotzdem, wie immer. Schon ganz schön bequem, also geht ganz schön weit nach hinten. Und jetzt gucken wir mal. Bin bis nachher. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Genau. Ist ja gleich geflüchtet hinter mir. Sonny, ich will mal nicht so sein. Das Thema hatten wir ja erst in der Premium Economy von Emirates. Da habe ich mich auch beschwert über die vor mir, dass sie sofort nach dem Start nach hinten gegangen sind mit der Rückenlehne. Ich weiß, der eine sagt, okay, ist ja ihr Recht, haben sie ja bezahlt. Andere sagen, und ich auch, ein bisschen Rücksicht muss sein. Zumindest bis nach dem Essen kann man warten. Habe ich getan. Aber ich fahre jetzt wieder zurück. Alles gut. Genau. Ist nämlich auch bequem.
angekommen in Bangkok, in unserer Lieblingsstadt. Wir sind ein paar Tage hier, einige Tage wahrscheinlich. Und ja, was ist der Flug an sich? Solide, aber ja, naja, ein bisschen. Sie haben ja das Konzept geändert. Oh, also berückt hat sich irgendwie, ja genau. Und er ist älter geworden, finde ich das jetzt. Ja, also 2018 war das ja noch, oh mein Gott, grandios, hat man damals gesagt, war es ja auch, weil wir eine tolle Crew haben, weißt du noch? Ja. Und jetzt, also Essen ist ja immer Geschmackssache, ich fand es jetzt nicht so, nee. Mein Geschmack war es nicht so, aber ansonsten, sie war ja schon bemüht, mehr oder minder, und war halt 2 Stunden, meine Güte, dafür ja, hat man gut sitzen können, dennoch. War es okay, ja. Das, ja, ja, das ist so, ja, ich weiß nicht, A330. Nee, A350, mit dem wir geflogen sind, war jetzt nicht besser. Ja, natürlich. Durch die Langstrecke. Was? Und da war die Crew, oh, habt ihr bestimmt schon gesehen. Wenn nicht, müssen wir unbedingt mal angucken. Das war echt genau gut. Ja. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir müssen uns beeilen. Dominik will immer ganz, ganz schnell in dieser Einreise sein. Genau, Einreise. Ich weiß ja, wie Fastlane ist. Los. Wartet da wieder lange aufs Gepäck. Ach nee, nicht bei uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.